Good morning and welcome to this briefing from the left in the European Parliament with our co-president Martin Sherdogan. Our other co-president Manon Aubry can't make it. She sends her apologies. She's on the demo for salaries downtown in Strasbourg. But she's assured me that anyone who has questions for her can pose them bilaterally and she'll answer them on the record if need be. So first we'll take introductory comments from Martin and then we go to your questions here in the room and for anyone online. Martin. Vielen Dank, David. Und das ist ja auch genau so, wie wir unsere Arbeit hier als Linksfraktion im Europäischen Parlament verstehen, mit einem Bein auf der Straße aktiv in sozialen Bewegungen und mit einem anderen Bein hier im Parlament aktiv darin, in dem Bemühen, uns für die Interessen der Bevölkerungsmehrheit einzusetzen. Ich würde gerne auf drei Punkte eingehen an dieser Stelle, und zwar zunächst auf das Commission Work Program. Da haben ja Kolleginnen und Kollegen von Ihnen dankbarerweise das Dokument, was bislang bekannt ist, der Öffentlichkeit vorgestellt, also geleakt an dieser Stelle. Und ich will auf zwei Punkte dabei eingehen. Erstens, der Stabilitäts- und Wachstumspakt, die Reform der Finanzregeln, war eigentlich für diesen Monat angekündigt durch die Kommission, ist jetzt auf das kommende Frühjahr, erstes und zweites Quartal, verschoben worden. Das heißt, wir werden bis dahin nicht wissen, wie die Staaten zum Beispiel in die Zukunft investieren können, wie sie angesichts dieser enormen Krisensituation, in der wir uns befinden, Finanzen mobilisieren können, auch innerhalb ihrer Mitgliedstaaten, ohne gegen das starre Korsett der Maastricht-Kriterien zu verstoßen. Das ist ein großer Fehler und auch der Zeitpunkt, nämlich das auf das erste und zweite Quartal zu verschieben, deutet darauf hin, dass die Kommission gar kein Vertrauen darin hat, dass es eine Einigung im Rat geben wird, wie ein neues makroökonomisches Rahmenwerk auszusehen hat, damit die Staaten tatsächlich angemessen auf die Krisen reagieren können, auf die Klimakrise, die Energiekrise, auf die Demokratiekrise und wie sie in die Zukunft ihrer Länder und der Bevölkerung investieren können. Und der zweite Punkt geht in eine sehr ähnliche Richtung. Die ernstzunehmende Reform des Strommarktdesigns, die ja eigentlich erforderlich ist, die ansteht. Das Marktversagen ist offenkundig, ist evident, ist verschoben auf den Herbst des kommenden Jahres. Ich würde sagen, das ist eine klassische Selbstinszenierungsnummer von Frau von der Leyen. Es scheint so, als wollte sie dann im nächsten Jahr mit der State of the Union-Rede vorstellen, was eigentlich alle Leute jetzt brauchen, nämlich einen Energiemarkt, der demokratischer Kontrolle unterliegt, der öffentlichen Bedürfnissen genügt und nicht nur dazu beiträgt, dass die großen Gas- und Ölkonzerne immer reicher werden an dieser Stelle. Und ich habe den Eindruck, dass die zentralen Reformprojekte von dieser Kommission auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden. Und damit wird natürlich der Spekulation Tür und Tor geöffnet, dass es eigentlich gar nicht gewollt ist, politisch ernsthaft einerseits den Strommarkt und andererseits auch den Finanzrahmen also nicht den europäischen Finanzrahmen, sondern den makroökonomischen Rahmen der Europäischen Union zu reformieren. Zweiter Punkt, heute wird ja dann doch etwas vorgestellt im Bereich Energie. Und da sind auch ein paar Punkte bekannt geworden schon im Vorfeld. Ich würde gerne auf einige der Punkte eingehen, die wohlwollend kritisieren an dieser Stelle. Erstens, wir begrüßen die Idee gemeinsamer Gaseinkäufe durch die Europäische Union. Das gemeinsame Agieren trägt dazu bei, dass die Europäische Union da als ein einheitlicher, starker Akteur in den Verhandlungen auftreten kann. Und wir haben die Hoffnung, dass das dazu führt, dass die Preise tatsächlich reduziert werden. Das ist ja gerade das erste und naheliegende Ziel, das erreicht werden muss, dass die Leute am Ende des Monats noch heizen können und ihren Strom anstellen können. Da warten wir dann entsprechend auch auf eine solche Umsetzung. Zweitens, es soll maximal dynamische Höchstpreise für Gas geben im Extremfall. Da wissen wir nicht genau tatsächlich, was sich dahinter bislang verbirgt. Wir wissen, dass sich das an den Großhandelspreisen TTF orientieren soll, aber das lässt doch so viel Raum übrig, dass nicht eindeutig ist, ob es sich dabei um Gaspreisdeckel handelt, der angekündigt war oder nicht. Offenkundig ja eher nein an dieser Stelle. Die Kommission scheint sich von der Idee zu verabschieden, weil der Widerstand in einigen Mitgliedstaaten, unter anderem auch Deutschland, zu groß ist. Wir bleiben aber bei unserer politischen Forderung, um den Menschen das Leben zu erleichtern, um die industrielle Produktion zu sichern, um kleinen und mittelständischen Unternehmen eine Perspektive zu geben und dem Bäckermeister und auch der
der, sagen wir, Friseurin eine Perspektive im Handwerk zu geben, braucht es jetzt einen Gaspreisdeckel für private Haushalte, aber auch im Einkauf, um die industrielle Produktion, die industrielle Basis in der Europäischen Union zu unterstützen und zu erhalten. Und drittens, es soll staatliche Beihilfen geben für Unternehmen, die ihren Strombedarf reduzieren. Das klingt erstmal gut. Offene Frage an dieser Stelle, werden dann auch große industrielle Unternehmen, die natürlich viel leichter Strom einsparen können in ihren Produktionsprozessen, als zum Beispiel andere, die da sehr sparsam sowieso schon agieren müssen im Bereich der kleinen und mittelständischen, im Bereich des Handwerks, davon profitieren? Heißt das also, dass die großen industriellen Riesen da belohnt werden für Stromeinsparungen an dieser Stelle, die sowieso Profite machen? Das hielten wir für einen sozial ungerechten, nicht ausgewogenen Weg und von daher auch für einen Fehler. Staatliche Beihilfen für kleine und mittelständische Unternehmen, ja, natürlich für essentielle Industrie, die auch sich in einer existenziellen Krise befindet, weil sie energieintensiv produziert, aber nicht für Energieunternehmen oder für große Unternehmen, die sowieso maximale Profite einstreichen. Soweit zu den Programmen, was die Energiereform betrifft, was bekannt geworden ist. Und der letzte Punkt, Frontex. Auch hier nochmal Dank an Ihre Kolleginnen und Kollegen. Der Olaf-Bericht ist ja nun uns auch bekannt geworden, also der Öffentlichkeit bekannt geworden durch ein Leak. Ich finde immer wieder unterstützenswert, dass Whistleblowerinnen und Whistleblower, dass Journalistinnen und Journalisten in ihrer investigativen Arbeit unterstützt werden. Sie kennen unsere Forderungen, die stehen ja seit langem im Raum, dass wir eintreten für eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe, die da im Raum standen. Und wir sehen diese Vorwürfe untermauert. Der Bericht macht doch eindeutig, dass die Agentur, die Grenzschutzagentur Frontex, aktiv in Menschenrechtsverletzungen und Pushbacks involviert gewesen ist. Und wir werden deshalb als Fraktion dem Discharge, also der Haushaltsentlastung der EU-Agentur, nicht zustimmen an dieser Stelle. Wir werden keiner EU-Agentur ein grünes Licht geben, die aktiv in das Sterben von Menschen auf dem Mittelmeer involviert gewesen ist. Stattdessen fordern wir eine zivile Seenotrettung, die von der Europäischen Union unterstützt werden muss. Und wir fordern eine humane, an Asyl und Menschenrecht ausgerichtete EU-Migrationspolitik. Vielen Dank. Okay, thank you, Martin. First of all, just a few follow-ups on the points Martin raised there. The Commission work programme debate is today at 3. On energy, there's a few debates that touch on this issue, notably the Keep the Bills Down debate this morning, of course, and there's coverage of that on our Twitter profile. The summit debate is tomorrow morning. Martin will be speaking on behalf of the left there, and you'll find our 10 points, our 10 key demands on this policy area for tackling the energy crisis in the press room on our little shelf, as well as a technical briefing on that issue. And as Martin mentioned, the Frontex vote is coming up today in about half an hour. Any questions for Martin in the room first? Yes, please go ahead. My name is Anna Vandensky. I would like to ask you a question about the upcoming debate, which was proposed yesterday on labeling Russia as a terrorist state. Could you give your first reactions? Because yesterday there was a vote on this debate, and there were 201 MEPs who supported, 99 opposed, and 61 abstained. Would you react and explain your position on the issue? Thank you. Ja, vielen Dank. Ich habe ja meine Position bezüglich des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine im Parlament schon mehrfach deutlich machen können, werde das auch morgen wieder in der Council Debate machen an dieser Stelle. Es gibt keine Rechtfertigung für diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Die Angriffe jetzt auf zivile Infrastruktur, auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine sind aufs Schärfste abzulehnen. Und von daher werden wir diese Kritik auch weiterhin als Fraktion sehr deutlich auch in den zentralen Kerndebatten in diesem Parlament und auch außerhalb des Parlaments äußern. Okay. Any further questions in the room? Any online? Put your hand up now, it's your last chance. If not, we leave it there. And as usual, thanks for coming, thanks to Martin, thanks to the interpreters and the cleaners.